Herzlich willkommen, ich bin Slash und ihr habt es wieder geschafft zu den Disrespect News. Diesmal mal nicht vor der Kamera, wollten einfach mal was Neues ausprobieren. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das jetzt findet. Fangen wir auch direkt mit dem TNM an. Die Zwischenrunden wurden bewertet und die 64. Paarungen sind erschienen. Es wurden noch einige Regeln festgelegt, gerade in Sachen Strafpunkte. Wer zu spät abgibt, wird direkt disqualifiziert. Wer einen Attest hat, bekommt einen Tag mehr. Und dazu gibt es noch Lucky Loser Johnny West, ist wegen dem Lucky Loser Battle weiter. Anders kam statt Typro wieder rein. Und Asa ist kurz nach den Paarungen ausgestiegen und deshalb kam Mask wieder rein. Die Frist ist bis zum 20.12. Die Teilnehmer können die Runden hochladen, wann sie wollen, also werden im Laufe der nächsten Woche immer mehr Runden online kommen. Die einzige Runde, die bisher online ist, ist die von Bester Mann. Nachdem bei CLT länger nichts mehr kam, kamen jetzt gleich zwei sehr schöne Bonus-Battles online. Einmal Skyboy gegen Alan, wo Alan nicht eingereicht hat, somit ist das CLT auch kein Turnier mehr, wo niemand mehr eingereicht hat. Und Testudion gegen PRZ, welches auch die Abstimmung der Woche ist. Rückblende GAB, ich habe dich nur kurz recherchiert. Ein Battle von dir gesehen und ich wusste, ich kann alles von dir gezielt ignorieren. Ey, yo, Test, du sowas will analysieren? Ha? Wie darf ich das interpretieren? Müsstest du dich hier noch qualifizieren? Ey, dann kämst du nicht mal ins Turnier. Brütz, nichts von deinem Standardschrott verstehe krass. Deine Musik ist wie ein dreiblättriges Kleeblatt. Abgesehen davon, dass sie auswechselbar wirkt, hat keiner das Interesse, dass sie aufgenommen wird. Gönn dir ne Brati auf mein Siege. Mach doch lieber wieder Schlagermusik, du wandelndes Meme. Das hast du verdient, das war zwar nicht gut, doch das war kredibil. Ich hab keine Ahnung, was der Junge da redet. Du siehst so aus, als hättest du schon mal einen Duden gelesen. Ey, Alter, wir sind nicht partout, wo ist dein gutes Benehmen? Da hatte ich lieber ja noch Bock, mir eine Google zu geben. Dich zu bewerten, das hat gar keinen Sinn. Auch Gravity schiebt das seit einem Jahr vor sich hin. Jeder, der dein Rap bewertet, dreht die Fakten krampfhaft. Genau deshalb ist auch unser Bonus-Battle anstatt. Die Abstimmung von letzter Woche ging mit 9 zu 8 sehr knapp an Anders, was auch zeigt, wie knapp das Battle war. Die Jury sah Drain vorne, aber jetzt sind ja sowieso beide im 64. Im SCB wurden die Challenges für das erste Halbfinale bekannt gegeben. Dandy bekommt die Weltreise und Greenscreen Challenge und Reka und Resti die Kunst Challenge. Und ja, das wird wirklich so geschrieben. Ja, die Hinrunden haben jeweils unterschiedliche Challenges und in der Rückrunde haben wir dann halt dieselbe. Im MRT kamen die Halbfinalrückrunden online zwischen die angemoppelten Eisschirmbewohner und Haze. Oder eher Pingu gegen Haze, weil die anderen Eisschirmbewohner sind weg. Somit fehlen auch nur noch die Bewertungen und vielleicht ein King-Finale gegen Double Glass und J.K.O. gegen den Gewinner und dann wäre das MRT zwar auch vollständig. Und außerdem kommen noch weiterhin Qualis für das MRT 2021. Im NHR gab es ein Interview zwischen Ramses und dem NHR-Gewinner Maze und dort wurden einige Infos bekannt gegeben. Zum Beispiel wird es ein NHR 2021 geben, eventuell leitet Maze mit, die Quali-Frist ist noch unbekannt. Die Bewertung wird dann wie im NHR 2020 aussehen, Preise sind noch unklar, aber es wird diesmal mehr Konsequenzen geben bei zu später Abgabe. So, und kommen wir zum News-Ticker. Ja, ich habe jetzt beschlossen, dass es das gibt. Im LBA wird das 32. bewertet und es gibt 6 Lucky Loser. In der Discord-Liga ist das Infovideo schon 2 Wochen online und die Liga läuft. Bisher 28 vereinbarte Battles. Juroren, Rapper, Zuschauer sind herzlich eingeladen, vorbeizuschauen. In der RBA hat das Battle Corner gegen Zachary angefangen. Bei One Battle wurde das Battle Romantik gegen Mollemoll bewertet und ging mit 6,9 zu 5,7 an Romantik. Im PBT wurden alle 16. Runden bewertet und das Achtel steht fest. Frist geht bis zum 23.12. Im FBT startet das Viertel und eine zweite Staffel wurde angekündigt. Das war's auch schon wieder und kommen wir zur Runde der Woche. Alter, du sagst immer wieder, wie besonders du bist. Wie in deinen Kommentaren und auch noch in deinen Rap-Parts. Doch zwanghaft nicht wie jeder zu sein, mach dich zu jedem Kunststudenten ab dem ersten Semester. Du betonst es ohne Ende, verdammt, als hätte mein Geltungsdrang bei dir durch nen Kompressor gejagt. Ey, du bist so ne Pfeife, bring ich nen Wie-Vergleich, empört dich nur, dass ich dich mit wem anderen vergleiche. Und deine Lieder sind immer wieder derselbe Shit, Comic-Edit, Depri-Text und ein Beat, der wie Bad Guy klingt, kommen vielleicht erstmal geil. Aber herausstechende Dinge verlieren im Loop ihre Wertigkeit.